Hey, in diesem Video möchte ich darüber sprechen, was der Kern meiner Arbeit ist. Viele Menschen können sich darüber nicht besonders viel vorstellen. Liegt auch daran, dass die Menschen sich in einer ganz anderen Umgebung bewegen, in einer ganz anderen Wahrnehmung sind und wenn sie in Kontakt mit meiner Arbeit kommen, eine neue Perspektive, eine neue Wahrnehmung einnehmen, neues Erleben und dadurch auch das Leben auf eine neue Art und Weise entdecken. Vieles in meiner Arbeit hat damit zu tun, dass wir lernen anzuhalten, die Kunst des Anhaltens. Weil wenn wir uns die Welt heutzutage anschauen und unser Leben, können wir sehen, dass wir eigentlich, wenn man von einem normalen Bürger ausgeht, ständig in Bewegung sind. Der Körper ist ständig in Bewegung, aber selbst wenn wir auch mit dem Körper zur Ruhe kommen, sagen wir entspannen uns, ja, dann geht die Bewegung bei vielen trotzdem weiter, nämlich im Innern. Die Kunst ist es also nicht nur, den Körper auch mal zum Stillstand zu bringen, sondern vor allen Dingen das Innenleben. Wenn wir uns ruhig hinsetzen, dann sind da noch die Gedanken, die weitergehen und womöglich auch noch der Kampf mit den Gefühlen oder der Kampf mit dem Körper. Da sind Verspannungen und Schmerzen, wenn ich mal anfange, den Körper wahrzunehmen. Und deswegen muss ich wieder so viel nachdenken. Und dann erzeugt das wieder Gefühle, weil ich mich aufrege über dies, über jenes. Und dann will ich das nicht fühlen. Dann entsteht ein Kampf. Ich versuche, Gefühle wieder wegzuschieben. Also im Inneren passiert sehr, sehr viel. Es ist eine sehr große, umfangreiche Bewegung da. Und wir kriegen das erstmal gar nicht mit, ne? Weil wir mit der Wahrnehmung immer auf das Außen fixiert sind. Und weil wir innerhalb der Welt der Gedanken leben. Wir sehen die Gedanken als das Ultimative an. Solange wir in der Welt der Gedanken sind, dann sind die von Gedanken erschaffene Welt, können wir uns vorstellen, wie eine Box. Und die ganze Tapete ist voll mit den gedanklichen Bildern und wir sehen diese Bilder wie in einer Galerie und sagen, ja, stimmt, das bin ich, das ist mein Leben, so ist das Leben, so sehe ich die Welt. Und wir merken gar nicht, dass wir uns einfach nur in einem Raum befinden, der natürlich nichts mit der Realität zu tun hat, sondern wir glauben nur, es sei die Realität. Und dadurch entsteht natürlich viel Anstrengung, viel Leid und viel Kampf, weil wir immer bemüht sind, Glück zu erzeugen, glücklich zu sein, zu suchen, etwas zu suchen. Und das, was wir eigentlich suchen, das finden wir dort niemals, ja? Solange wir uns selbst nicht gefunden haben, ist immer die Bestrebung da, in dieser Bewegung zu bleiben. Immer bewegt zu sein. Im Außen, in der Außenwelt sich zu bewegen und vor allen Dingen im Innern sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wie man das denn findet, was man sehnlichst sich wünscht. Und diese Sehnsucht, sich selbst zu finden, die ist in jedem Menschen veranlagt. Viele nehmen diese Sehnsucht nicht wahr und viele nehmen sie nur unbewusst wahr und suchen dann die Erfüllung in den Dingen der Welt, wo wir natürlich uns selbst auch niemals finden können. Wir können im Außen niemals uns selbst finden und der Weg zu uns selbst ist zu lernen, anzuhalten. Natürlich ist es gut anzufangen, indem man den Körper anhält und still ist. Und dann der nächste Schritt ist, im Innern lernen anzuhalten und still zu werden.
Und das ist eine besondere Kunst, weil man lernen muss, wie gehe ich mit den Gedanken um? Wie gehe ich mit dem Körper um? Wie komme ich überhaupt in die Wahrnehmung des Körpers? Und wie gehe ich mit Gefühlen um? Und wie komme ich überhaupt in die Wahrnehmung der Gefühle? Hier muss ich also einen völlig neuen Umgang lernen, um mir selbst tiefergehend zu begegnen, um letztlich was zu ernten. Erfüllung, Stille und Liebe. Wenn wir uns selbst erkennen, merken wir, dass das Leben eigentlich relativ einfach ist. Die ganzen Gedanken, die wir uns Tag ein, Tag aus machen, braucht es nicht. Sie sind überflüssig, weil die Gedanken an sich über Dinge denken, die gar nicht erdacht werden müssen. Die Probleme sind selbst erschafft und wenn man die Gedanken einfach weglässt, existiert Frieden und Stille. Und es gibt keine Probleme. Das Jetzt, das Hier und Jetzt ist einfach gut, so wie es ist. Da gibt es nichts zurecht zu biegen, da gibt es nichts zu erreichen, sondern du kannst aus der Stille heraus das geschehen lassen, was durch dich in die Welt kommen möchte, wenn es denn jetzt so sein soll. Und um diesen Prozess zu vertiefen, ja, dafür biete ich die Retreats an. Und in diesem Video wollte ich nur noch mal den Unterschied hervorheben zwischen einem Retreat und einem Workshop. Workshop hört sich sehr praktisch an. Man lernt etwas Praktisches. Etwas Praktisches zu machen, ja? Weiß ich nicht. Ein Workshop für Gitarre spielen, dann kann man Gitarre spielen, weil man tut etwas. Aber ein Retreat ist kein Workshop. Es ist, man lernt nicht etwas zu machen, sondern man lernt anzuhalten, also nichts zu machen. Es ist der andere Weg. Und das kann man sich natürlich erstmal gar nicht vorstellen. Was soll das bedeuten? Wie, ich muss lernen, nichts zu machen? Macht doch erstmal gar keinen Sinn. Und wie soll das überhaupt gehen? Der Verstand kann sich das nicht vorstellen, weil der Verstand es gewohnt ist, seit wir Kinder waren und großgezogen worden sind, immer gelernt haben, etwas zu tun, mit den Gedanken etwas zu tun, auf die Dinge in der Welt zu reagieren und im Tun zu sein, im Tun zu sein, im Tun zu sein, ohne überhaupt mal zu hinterfragen, ob das Tun notwendig ist. Auf dem Retreat lernst du also nichts zu tun. Natürlich bekommst du dafür auch praktische Impulse, praktische Anleitungen und du wirst es selber üben. Um dir selbst näher zu kommen, um deine innere Wahrheit zu finden, um in Kontakt mit dir zu kommen, mit deinem Körper, mit deinen Gefühlen, nicht nur in der Gedankenwelt zu sein, sondern tiefer zu kommen, dich tiefer kennenzulernen, deine innere Wahrheit zu entdecken, auch verbunden zu sein mit deiner Intuition, um von diesem Ort aus das Leben in einer neuen Perspektive, in einer neuen Wahrnehmung, in einer bewussteren Wahrnehmung zu erleben und zu erfahren. Ja? Es geht also auch um Lebendigkeit. Gut, das nächste Retreat ist vom 1. November bis zum 3. November über das Wochenende von Freitagabend bis Sonntagnachmittag in Stuttgart. Das heißt, alle Leute, die da irgendwo in der Nähe wohnen, sind eingeladen. Und wer es wirklich ernst meint, der ja, nimmt auch den Weg mal in Kauf. Manchmal reisen die Leute auch aus 800 Kilometer Entfernung an. Und man kann dort binnen weniger Stunden erfahren, was das eigentlich bedeutet. Meine Arbeit ist jetzt nichts, was man jetzt irgendwie logisch erklären kann und der Verstand versteht es. Ich kann es zwar logisch erklären, aber das Verstehen wird schwierig, weil es braucht die Erfahrung dazu. Wie fühlt sich das an, sich selbst näher zu kommen? Ne? Und
Das Einzige, was immer passiert und was am nächsten liegt, ist eben Liebe zu empfinden. Es entsteht ein Feld von Liebe, das du auch spüren wirst über deinen Körper, über deine Gefühle. Und ja, ich lade dich ein zu dieser Erfahrung, selbst die Erfahrung von dir selbst zu machen, dir selbst näher zu kommen, zu verstehen, wer du eigentlich bist. Es hat auch etwas mit Verstehen zu tun. Und wenn du dich verstehst, dann verstehst du auch gleichzeitig in der gleichen Sekunde, verstehst du das Leben und die Welt. Dazu lade ich dich ein. Alle Infos von dem Event und die Anmeldung findest du unter eliasfischer.de/events. Fragen hast, melde dich einfach und ich freue mich, wenn wir uns begegnen.